Seht euch mein stolzes Heer an. Herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade. Beim letzten Mal haben wir gegen eine sehr große Übermacht gekämpft und der Sieg ist jetzt zum Greifen nahe. Ihre letzten paar Truppen sind mittlerweile in der Unterzahl gegen mich. Oh, und jetzt beende ich das kurz und schmerzvoll. Oh ja. Na, wollt ihr euch wieder formieren, ihr kläglichen Infanterieschweine? Da sind aber viele Rekruten dabei. Glaubt ihr wirklich, ihr seid mir gewachsen? Na, ich weiß ja nicht. Ihr seid sowas von tot, ey. Ihr sterbt. Hört auf, meine Leute vom Pferd zu holen. Das mag ich gar nicht. Das habe ich doch bestimmt schon mal erwähnt, dass ich das nicht schön finde. Neue Feinde. Pfäh. Wer braucht schon neue Feinde? Zack. Einfach mal im Galopp meine Axt vor die Fresse gehalten. Ah, da klebt noch ein Eckzahn dran. Seht ihr es? Oh oh, hi. Hihi. Ein Pfeil im Arsch ist tödlich. Gibt es noch einen Reiter da hinten? Ich sehe ihn schon. Lange überleben wir da nicht. Oh, du bist so ein Arsch. Ich hasse meine Leute. Das machen die manchmal mit Absicht, glaube ich. Die wollen, dass ich sie erschieße. Die wollen es nicht anders. Und da flog wieder eine Axt rum. Das ist schön, wenn immer plötzlich mal so eine Axt geflogen kommt. Wen haben wir denn da noch? Erledigt. So, wer will noch? Du auf jeden Fall nicht. Tadam. Gut gemacht. Da bin ich jetzt aber mal stolz auf dich, Mensch. Dom, 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 da ba da dam, da dam, dam, da ba da ba dam, da dam, da ba da dam. Wen verfolgen wir? Gibt es irgendein bestimmtes Ziel? Oh ja, ich glaube, ich sehe es schon hier. Da ist doch tatsächlich noch ein Ritter unterwegs, du. Aber verzaget nicht. Jetzt bin ich ja da und werde ihn töten. Erledigt. LOL! LOL! Wie geil war das denn? Oh nee. Das war schön. So, ich schenke euch natürlich die Freiheit, nett wie ich bin. Was denn? Ihr hattet keine Gefangenen. Was seid ihr denn für elende, nutzlose, dreckige, stinkende, nutzlose... Oh, nutzlos hatte ich schon. Das ist aber jetzt tragisch. So, jetzt wird erstmal wieder kräftig befördert hier, du. Kräftig befördert. Und den Rest wird hier bogenschützend rausgemachtet. Hier noch ein paar Huskals, so mag ich das. Paar Bogenschützen-Veteranen. So. Und schon haben wir sie wieder mal ziemlich geschwächt. Aber leider wurde auch ich wieder mal ziemlich geschwächt. Also irgendwie komme ich eigentlich nur her, um ein bisschen zu kämpfen. Alles andere schaffe ich gar nicht. Ich, Amur, ich komme.
Aber nach und nach wird Svadien schwächer und irgendwann werde ich Ribelette einnehmen. Da bin ich mir sicher. Was denn? Winchcourt haben die nicht eingenommen? Das hatte ich doch mal schon so relativ gut abgeschwächt gehabt, oder nicht? Muss man denn immer alles selber machen? Da gucke ich dann nachher nochmal da in der Ecke vorbei. Aber erstmal geht's nach Ishamur Zeug verkaufen und ein paar Rekruten abholen in meinem Dorf. Ich frage mich, wozu ich meinem Volk so schön die Burgen vorbereitet zum Einnehmen, wenn es dann keiner tut. Was willst du denn hier draußen? Geh nach Hause und zwar ganz schnell. Du hast hier nichts verloren mit so einer kleinen Armee. Mein Pferd kackt Pfeile. Hä? Ja, dem Vegieren, dem muss nämlich auch mal wieder ein bisschen Einhalt geboten werden hier. Und die Svaden haben sich so gut verschanzt. Ich glaube, dann gehe ich doch lieber erstmal auf die Vegieren drauf. Dass wir in der Hinsicht ein bisschen unser Reich stärken und vielleicht geben die Vegieren dann auch endlich mal bei Gelegenheit auf, damit wir uns voll auf das Svadische Pack konzentrieren können. So. Butor, Käse, Würste und das Zeug. Sogar noch Plus gemacht. Ah, ist das schön. Na mal schauen, ich werde bei dem Vegieren schon was Schönes finden. Und dann gibt's vor den Latz. Oh ja, wie, keine Rekruten. Na gut, dann gehe ich wieder. Da müssen halt 70 Leute reichen. Ich denke, mit 70 sollte ich es doch einigermaßen schaffen können. Wenn nicht, dann nicht. Aber es gibt ja hier ein paar Burgen, die bestimmt nicht so gut bemannt sind. Burg Ismiralla wurde mehrmals belagert. Vielleicht kam es da sogar zwischendurch mal zu einem Kampf. Was bedeuten könnte, diese Burg ist auch ein wenig geschwächt. Ansonsten Winchcourt habe ich ja schon ziemlich abgeschwächt gehabt. Also wenn die da... Ich bin der Meinung, ich hätte da über 50 Leute rausgeboxt. Aus dieser Scheißburg. Ich bin mir nicht ganz sicher. Inzwischen könnten die ja auch alles wieder bemannt haben, wer weiß. Wir gucken einfach mal ein bisschen bei den Feinden hier, was Sache ist. Es ist viel lila. Sehr viel lila. Also wer das mächtigste Reich ist, das ist momentan klar. So, wie sieht's denn hier aus? 163. Mit Leitern nehme ich mir vor. Traue ich mir zu. Muss ich ehrlich sagen, traue ich mir zu. Vor allem mit meiner tollen Taktik. Oh, perfekt. Ihr müsst zurückfeuern, das wisst ihr, oder? Ich kann hier ja nicht alles allein machen. Tötet! 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 Die Feinde müssen umfallen wie die Fliegen. Nehmt euch vor allem diese scheiß Schützen vor. Da hinten sind auch noch welche auf den Türmen. Ah, jetzt ist der Baum im Weg. Ich bin immer noch ein Stück zu hoch. So war gut.
Verschwindet! Geht alle weg! Fahrt zur Hölle! So, ein paar Pfeile. Ey, ein paar Pfeile mehr wären nicht schlecht. Wie sieht's denn aus? 28 tote Feinde. So, komm doch mal hier vor, Mensch. Vorwärts, Männer. Während ich mal in den Nahkampf hier schreite. Au! Der hat mir einen Speer an den Kopf geschmissen. Das tat weh. Okay. Oh, wer wirft denn hier schon wieder nach mir? Du bist das, du Hund. Und einen Bogenschützen haben wir da oben auch noch. So, wie viele Tote? 35. Angriff. Wenn die nicht rauskommen, müssen wir reingehen. Oh, das tut aber weh, so ein Speer an der Seite, Mensch. Oh. Was war das? Eine spontane Sonnenfinsternis hier. Ach, schon wieder. Was war das? Da kriege ich doch Angst. So, alle Mann rauf. Es gibt genug für alle. Holen wir uns ihre Festungen. Töten wir sie, töten wir sie, töten wir sie. Los, mach mal ein bisschen Platz da oben. Da muss noch eine ganze Fuhre rauf. Los, Mensch, schlag zu. Ich rutsche. So, wir bekommen bestimmt auch gleich wieder Verstärkung. Dann schicke ich erstmal alle wieder hier hin. Machen wir mal jetzt schon. Genau, Verstärkung bitte hierher. Kommt tatsächlich raus, diese Feiglinge. Naja, eigentlich ist es mutig, ne? Aber idiotisch. Keine Chance haben die. Versucht doch hier runterzukommen. Versucht's ruhig. Doch, Pfeil in den Kopf. Die kommen schön Mann für Mann runter, das ist perfekt. Leichter könnt ihr mir den Sieg gar nicht machen, Leute. Leichter geht's nicht. Jeden, den ihr hier runterschickt zum Sterben, erleichtert mir die ganze Situation enorm. Da kommen die nächsten. Oh, jetzt gibt's aber eine ganze Ecke hier.
Da 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 dam dam da. Da da dam dam da da da. So, do dom. Oh, schon wieder so eine spontane Sonnenfinsternis hier. Das sind solche Idioten, die kommen echt aus der Burg raus. Dass die so nicht gewinnen können, das ist denen klar, oder? So, zum Angriff, Männer. Machen wir das letzte Pack, was da noch drinnen hockt. Fertig, und zwar ein für alle Mal. Vorwärts! Es sind noch 8 Gegner, die eliminiert werden müssen. Oh, hier liegt die halbe Besatzung rum. Diese Idioten. Die hätten weitaus größere Chancen gehabt, wenn die einfach oben geblieben wären. Die hätten sich so verschanzen müssen, dass ich mit meinen Schützen rein muss. Aber naja, gut. Man will sich ja nicht beschweren. Ich find's schön. So habe ich weniger Verluste und einen sichereren Sieg. Und schneller vor allem, ne? Hier hinten noch Feinde irgendwo. Ich nehme mal lieber die Axt mit. Wen habe ich denn da entdeckt? Hier sind noch Feinde. Steckt hier irgendwer am Dach oder was? Wo wird gekämpft und warum? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Wo ist der denn? Und vor allem, wo sind meine Leute? Ich fühle mich gerade einsam, aber ich höre sie doch schreien. Ist der von der Mauer gekippt oder was? Sieh mal einer an, wen ich da entdeckt habe. So macht man das. Wunderbare Sache. Und wieder mal ist eine Burg gefallen. Nehmen wir mit. Nehmen wir natürlich auch mit. Bogenschützenveteranen, keine Frage. Lanzenreiter, ebenfalls keine Frage. Damit haben wir fast keine Verluste gehabt bei diesen Kämpfen. Das ist doch fein. Dam da 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 dam 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 da dam da da dam dam. Ich verlange keine Belohnung. Das Einzige, was ich verlange, ist, dass ich irgendwann mal eine Stadt bekomme. Weil ich hätte das voll verdient, ey. Elaine, mein alter Freund. Lasst mich etwas wissen über eure... Was hast du denn überhaupt? Chirurgie, hast du auch ein bisschen Wundbehandlung? Du bist der Taktiker bei mir im Trupp, ne? Das ist gut. Weil Taktik kann ich öfters mal gebrauchen. Kriegst auch direkt hier ein bisschen Einhand, ne? So ist fein. Okay, Leute. Das war ein schöner Sieg. Wieder mal gezeigt, dass ich noch da bin. Ismiralla. Mal sehen, was wir uns beim nächsten Mal so vornehmen werden. Die Burg hier hinten, die lasse ich erstmal. Das ist zu verlustreich. Wir schwächen die zu wenig ab. Da kümmere ich mich lieber darum, dass wir hier noch ein bisschen Landgut machen bei den Vegieren und den Krieg mit den Vegieren praktisch nach und nach beenden. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal frisch und munter wieder. Gehabt euch wohl, euer Lord Peter.